Ist dir schon einmal aufgefallen, dass du manchmal Entscheidungen triffst, die du kaum erklären kannst? Nun, die Psychologie hat die ganze Arbeit für dich erledigt. Aber bevor wir uns in die Welt der Denkfallen stürzen, eine kurze Frage. Weißt du, wie viele Menschen in Indien leben? Wenn nicht, dann kannst du eine begründete Vermutung anstellen. Du weißt wahrscheinlich, dass es nicht der Rekordbrecher ist, aber es steht an zweiter Stelle, also muss es eine Menge sein. Wahrscheinlich mehr als 1 Milliarde Menschen, aber definitiv weniger als 8 Milliarden. Sagen wir also 2 Milliarden. Du lagst nahe an der richtigen Antwort. 1,417 Milliarden und das ist ein gutes Beispiel für den Anker-Effekt in Aktion. Du hast einige bekannte Daten als Anker verwendet und deine Schlussfolgerung darauf aufgebaut. In diesem Fall hat dir der Anker-Effekt geholfen, aber er kann auch der Bösewicht sein. Angenommen, du überlegst, einen neuen Koffer zu kaufen. Du siehst einen für $400 im Schaufenster. Das ist zu viel. Aber dann gehst du hinein und findest die Supersale-Ecke. Dort kostet der Koffer $100 und das Angebot ist natürlich zeitlich begrenzt. Du bist aufgeregt, weil du jetzt den ersten Koffer als mentalen Anker verwendest und ohne viel nachzudenken den Ausverkaufsartikel kaufst. Du hattest nicht vor, heute etwas zu kaufen und du hast den Koffer nur gekauft, weil er billiger war. Das ist die Art von Verankerung, die Marketing-Experten nutzen, um dir Dinge zu verkaufen, die du nicht wirklich brauchst. Hast du auch diesen einen Freund, der ein Fan von Persönlichkeitstests ist? Er behauptet, dass die Beschreibungen, die er am Ende erhält, so verblüffend wahr und genau wie er selbst klingen, oder? Das gleiche gilt für Horoskope. Woher wussten sie, dass du im Februar so viele tolle Momente erleben würdest? Nun, man muss dem Barnum-Effekt für diese erstaunliche Genauigkeit danken. Dein Gehirn füllt die Lücken in vagen und allgemeinen Aussagen, die auf jeden zutreffen könnten, damit du sie mit deinem Leben in Verbindung bringst. Und weil wir alle lieber schöne Dinge über uns hören, glauben wir die positiven Aussagen leichter. Negativen Aussagen steht dein Gehirn in der Regel skeptisch gegenüber. Darum steht im Ergebnisteil dieser Tests meist etwas Nettes. Der Halo-Effekt ist eine weitere beliebte Denkfalle. Um zu sehen, wie er funktioniert, stell dir Jane vor, eine HR-Spezialistin. Sie hat 2 Bewerber für eine Position. Susan ist eine Harvard-Absolventin mit einem außerordentlich hohen IQ. Sie ist ehrgeizig und fleißig, hat keinerlei Berufserfahrung und kann ihre Gefühle nur schwer kontrollieren. Die zweite ist Sarah. Sie verliert manchmal die Beherrschung, hat keine Berufserfahrung, ist fleißig und ehrgeizig. Ihr IQ ist besonders hoch und sie hat einen Abschluss in Harvard. Lass mich raten, denkst du, Jane hat sich für Susan entschieden? Sie hat mich auch mit Harvard überzeugt. Tatsächlich haben die beiden genau dieselben Eigenschaften, nur die Reihenfolge der Aufzählung war anders. Der Halo-Effekt veranlasst uns, die erste Information, die wir erhalten, herauszugreifen und unser Urteil darauf zu stützen. Deshalb ziehen wir oft falsche Schlüsse aufgrund von Eigenschaften, die wir einer Person zuschreiben, ohne sie überhaupt zu kennen. Harvard-Absolvent? Das muss die ideale Besetzung sein. Der Rest ist eigentlich unwichtig. Wenn du willst, dass dein Blick auf die Welt objektiver wird, dann lass dein Gehirn nicht solche mentalen Abkürzungen nehmen und gehe über den ersten Eindruck hinaus. Erinnerst du dich an das letzte Mal, als du Bad Hair Day hattest, Kaffee auf ein weißes Hemd verschüttet hast oder aus Versehen falsche Socken anhattest und alle dich angestarrt haben? Eigentlich waren sie es nicht, aber der Spotlight-Effekt hat dir das Gefühl gegeben. Wenn du dich auf etwas konzentrierst, gaukelt dir dein Gehirn vor, dass sich alle anderen auch auf diese Sache konzentrieren. Du bist natürlich das Zentrum deines eigenen Universums und siehst die Welt durch deine Erfahrungen und deine Perspektive. Die gute Nachricht ist, dass andere das Gleiche tun, sodass du dir keine Gedanken über den Fleck oder deine seltsame Sockenwahl machen musst. Du hast dir gerade einen neuen Haartrockner gekauft, den alle Prominenten haben, und das ganze Internet lobt ihn in den höchsten Tönen. Er war super teuer, aber das war es definitiv wert, oder?
Du fängst an, Online-Rezensionen zu lesen, du testest das Gerät, du rechnest sogar aus, wie viel Geld du gespart hast. Jetzt brauchst du keine Frisur mehr. Juhu, es sieht so aus, als hättest du doch die richtige Entscheidung getroffen. Egal, ob es um den Kauf eines Haartrockners oder den Abbruch des Studiums geht, gib eines zu: Du magst es nicht, falsch zu liegen. Es liegt in der menschlichen Natur, die Bestätigung zu suchen, dass man das Richtige tut oder zu glauben, dass die eigene Meinung die einzig richtige ist. Das ist dem Bestätigungsfimmel zu verdanken. Sie veranlasst uns, Beweise dafür zu suchen und zu finden, dass wir auf dem richtigen Weg sind, auch wenn einige Anzeichen dagegen sprechen. Selbst wenn du also hier und da negative Bewertungen findest, hilft dir dein Gehirn, sie erfolgreich zu ignorieren. Du hast lieber das Gefühl, dass du immer genau weißt, was du tun sollst. Also gibst du den Beweisen für deine Entscheidungen mehr Gewicht. Stell dir vor, deine Lieblingsmannschaft verliert 1, 2, 3, 4, 5 Spiele hintereinander. Das ist so oft passiert, dass du dir sicher bist, dass sie das 6. Spiel einfach gewinnen müssen. Und dann wirfst du eine Münze und sie fällt 3-mal hintereinander auf Zahl, sodass du glaubst, sie müsse als nächstes auf Kopf fallen. Glückwunsch, du bist soeben der Monte-Carlo-Täuschung zum Opfer gefallen. Dabei handelt es sich um den Irrglauben, dass vergangene Ereignisse die Zukunft beeinflussen, sodass du das Ergebnis eines Spiels oder einer Wette vorhersagen kannst. Diese Denkfalle erhielt ihren Namen nach einem denkwürdigen Abend in Monte Carlo. Die Farbe Schwarz tauchte 29 Mal auf dem Roulette-Rad auf. Viele Leute verloren Unsummen, weil sie sich sicher waren, dass das Rad unmöglich mehr als 10 Mal hintereinander die Farbe Schwarz zeigen kann, und setzten ihr ganzes Vermögen auf die Farbe Rot. Das ist ein guter Beweis dafür, dass man nicht immer logische Zusammenhänge zwischen Ereignissen herstellen kann, um die Zukunft vorherzusagen. Mark plant einen Sommerurlaub und findet ein schönes Pauschalangebot für $2000 für 7 Tage. Das ist etwas zu viel. Aber dann scrollt er weiter und sieht andere Angebote, die bei $5000 beginnen. Sieht so aus, als wäre das erste Angebot doch nicht so schlecht gewesen. Der Preis des Tourpakets hat sich nicht um einen Cent verändert, aber Mark ist nun bereit, diesen Preis zu zahlen. Nun, es sieht so aus, als ob der Kontrasteffekt ihn gerade zu einem teuren Kauf verleitet. Er wird erfolgreich im Verkauf eingesetzt und wirkt sich auch auf dein tägliches Leben aus. Wenn du in einer Klasse voller Schüler sitzt, die in Mathe überragend sind, hast du wahrscheinlich das Gefühl, schlechter zu sein, als du wirklich bist. Ein mittelpreisiges Auto wirkt neben einem luxuriösen Fahrzeug billiger. Der Kontrasteffekt wirkt auf so viele Arten und in so vielen Situationen, dass die Wissenschaftler noch immer keine Erklärung dafür haben, wie er funktioniert. Stell dir vor, du planst einen längeren Aufenthalt im Ausland und suchst den besten Tarif für dein Handy aus. Die erste Option kostet $20 und bietet 1 GB Internet pro Monat. Nicht genug, um deinen Bedarf zu decken, aber der Preis ist gut. Der zweite Tarif mit 5 GB kostet $40. Das scheint viel zu sein. Aber dann entdeckst du, dass du für $50 8 GB Datenvolumen bekommst. So viel brauchst du eigentlich nicht, aber weil der Unterschied zwischen dem zweiten und dem dritten Tarif so gering ist, entscheidest du dich für die 8 GB Option. Nun, ohne es zu wissen, bist du in die Falle des Lockvogel-Effekts getappt. Wenn es dir schwerfällt, dich zwischen 2 Optionen zu entscheiden, kann dich die Hinzufügung einer dritten Option oder besser gesagt ein Lockvogel zu einer der beiden Optionen bewegen. Der Lockvogel lässt eine der Optionen viel besser aussehen und Marketingprofis nutzen diese Falle gerne, um dich zu motivieren, mehr auszugeben und zu konsumieren, als du wirklich brauchst.